Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge LSS oder auch Blödscheinspiel. Und wie es weitergeht, das seht ihr nach der Maus. Nein, natürlich nicht. Ja, wir machen hier weiter bei unseren Einsätzen. Im Übrigen, naja, ich hätte jetzt gesagt, das ist noch dieselbe Aufnahmesession. Nein, ist es nicht, aber es ist immer noch derselbe Tag. Wir haben uns überlegt, ich nehme jetzt einfach mal vorm Schlafengehen auf, ist gar nicht mal so verkehrt. Wir haben es mittlerweile 3:30 Uhr morgens. Und ich bin noch nicht fertig, da kommt noch ein bisschen was dazu. Gut, wir schicken erstmal unsere RTWs wieder Richtung Krankenhaus, damit wir die schon mal wieder dann demnächst frei haben. So, Neurologie, das ist okay. Viel Spaß. So. Und dann geht das hier weiter mit die Gang. Und hier bedruckt wie ein Neff, nur denn Mandau. Was fehlt mir hier? Ein Rüstwagen fehlt hier. Fehlt hier auch ein NEF? Nur denn Massenkeilerei. Hier wie Streifenwagen. Ein Moped-Unfall. Ja, da schicken wir dann einen Streifenwagen und einen Elf hin. Moped-Unfall mit kaputt. Dann schicken wir noch ein RDW zu der Combo. Ja, ich bin mal tierisch gespannt, was aus diesen Opfern da den einen oder anderen Einsatz mal bekommen, wo der aufwertet. Ne, also nicht nur einstufig, sondern zweistufig aufwertet. Das würde ich schon gern mal sehen, weil ich wissen will, was draus werden wird. Das interessiert mich doch total. Ja. Heute auch wieder ein Tag. Ja, Rimworld fehlt noch. Dafür gab es heute schon wieder eine Folge ETS. Ne? Also, wir arbeiten uns vorwärts. Muss ja auch sein. Unfall mit Fichtenmoped. Oh, groß. Großer Brand. Mann, was denn da los? So. Ganzer Haufen brennt. Gut, so, dann gucken wir mal. Hat sich hier was getan? Nö. Hat sich nicht. Gut. Oder nicht gut. Aber jetzt halten wir mal weg. Ach ja, ich habe da eine Serienempfehlung für euch. Habe ich auf Netflix entdeckt. Titans. Richtig gute Serie. Ne, Titans, Sprechwunsch. ja, bekannt von, ja, von der Justice League, hätte ich jetzt gesagt. Ja, von der Justice League, also Anführer der ganzen Geschichte ist Robin und da kommen sie später noch, oh, was da noch später alles zukommt. Ja, also eine ganze Menge. Ist aber eine gute Serie, ist zu empfehlen. Ist eine Real-Verfilmung, also diesmal kein Zeichentrick, kein Cartoon, sondern einfach gedreht. Gefällt mir sehr gut. Die Rolle von Robin bzw. Nightwing, ob die jetzt so gut besetzt ist, weiß ich nicht. Aber ja, auf jeden Fall es ist es ist keine Serie für Kinder. Das sage ich gleich. Es ist in meinen Augen ist es Minimum eine FSK 16 Serie. Sehr brutal. Und sie ist anstrengend. Also anstrengend im Sinne von, da muss man wirklich durchblicken. Also, ja. Und vor allem mitten in der Serie einsteigen funktioniert nicht. Das ist eine durchgehende Story. Ne, also. Tut euch das an und wenn ja, von Anfang an. Ja, ansonsten haben wir da noch was im Angebot. Jetzt lass mich mal überlegen. Ja, natürlich die neue Staffel Discovery. Ne, also Star Trek Discovery. Ja, ist.
haben Sie der Discovery in der zweiten Staffel tatsächlich Christopher Pike als Captain vorgesetzt? Also der Vorgänger von Captain Kirk. Sprechwunsch. Ja, in meinen Augen ist das der Versuch, Bekanntes in die Serie zu bringen. Ja, zweite Folge hat mich da sehr berührt, muss ich schon fast sagen. Und dann ist mir auch aufgefallen, warum. Ja, kein geringerer als Nummer 1 hat diese Folge als Director begleitet. Na, also William D. Riker, beziehungsweise in dem Fall Jonathan Frakes. Ja, schön. Ribbesbüttel, kommt hier Fettgiffung komplette, ne, irgendwie Streifenwagen, ja, ist okay. Angemeldete Demonstration, Gefahrenpotenzial, komm, dann schicken wir nochmal Gefängnisbulli mit dazu. Oh, los geht's. Oh, ein gestürzter Radfahrer hat dann Bordstein wieder nicht gesehen. War tragisch. Jo. Ja, und ansonsten immer noch natürlich, ich bin total gehypt vom ersten Trailer von Picard. Wird schon geil. Wird eine geile Serie. Ne, muss man natürlich auch sehen, wie lange. Also ich denke mal, es wird wahrscheinlich wirklich nur so eine Miniserie und so eine einfache Staffel. Aber Kurtzman hat gesagt, das ist der Punkt. Also kommt diese Staffel gut an, geht's weiter. Ansonsten soll es wohl erstmal Essig sein mit dem Star Trek Franchise. Ne? Also müssen wir mal gucken. Müssen wir echt gucken, was daraus wird. Ich hoffe ja, da wird was Gutes drauf. Tja, ansonsten Gates McFadden, Michael Dorn und auch, ja, eigentlich kann man schon sagen, meine Lieblingsschauspielerin Marina Sirtis, die haben wohl gesagt, ja, wir gucken wohl mal vorbei, aber es ist nicht Next Generation. Also mit anderen Worten, die werden nicht zum Hauptcast zählen. Was mit Riker ist, der wurde nämlich im ersten im Trailer oder im Teaser, ist ja kein Trailer, ist ja ein Teaser, gezeigt. Ja. Und Wesley Crusher, ne? Also Will Wheaton. Der wurde auch gezeigt. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, was daraus wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ja, so muss man es definitiv sagen. Also noch mehr Spannung und Knack. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Ja gut, dann fährt Wolfsburg damit raus. Nützt ja nix. LNA. Leere. GRTV. Und da. Und da. Und der. Gut. Dann hätten wir da mal was unterwegs. Tja, und wie ich das jetzt auch so gesehen habe, so langsam nach und nach kommt WoW ja auch bei euch an. Das gefällt mir natürlich richtig gut. Da wird es dann auch entsprechend mehr von geben. Also, was heißt mehr? Also, ne? Sprechwunsch. Mal gucken, ob wir irgendwann nochmal einen Stream, WoW-Stream machen. Sprechwunsch. Kann gut sein, ich meine, ich bin ja schließlich auch noch ein bisschen begrenzt aktuell.
weil die Grafik noch nicht alles mitmacht. Sprechwunsch. Also müssen wir uns mit einer Handvoll Spiele begnügen. Ändert sich aber mit der Grafikkarte. Allerdings noch nicht die nächsten Tage. Hab ja gesagt, ich will mir, wenn dann schon gleich eine GTX holen und da will ich mir auch eine aus der 10er-Reihe holen. Bringt ja nichts, wenn ich mir jetzt noch irgendwas anderes reinschraube. Also ich denke mal wirklich vor Sprechwunsch. März wird es wahrscheinlich auch noch nichts werden. Kann durchaus schon bis April werden. Je nachdem, ne? Es kann schneller gehen, es kann natürlich nie so schnell gehen. Weil ich könnte jetzt wie andere das auch machen, betteln um Spenden, aber kommt, Kinders. Ich hab's unten verlinkt, entweder macht das jemand freiwillig oder nicht, aber betteln, nein, betteln mache ich nicht. Um Gottes Willen. Das ist nicht meine Masche. Tüdelüdelüd, tüdelüdelüd, tüdel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 üd
Naja, wo wir dann alle sagen, okay, da ist Massenanfall von Verletzten eine komplett neue Definition. Sprechwunsch. Ja, das ist ja jetzt nichts Neues. Was? Aus Friedensbruch. Na dann. Während der Autobahnsperre. Na, werde ich krank? Gut. Was haben wir denn hier? Oh, ein bisschen die wir sind ja schon auf. Sieht das eigentlich hier aus? Das ist nichts Neues, das ist nichts Neues. Da ist mir relativ. Ja, hier arbeiten wir ja dran. Ostern kommt auch bald. Aber erstmal kommt hier Muttertag. Und ich war zum Valentinstag auch. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Erfundene Ostereier. Sind das jetzt gefundene Ostereier zu Ostern oder gefundene Easter Eggs? Wobei da bin ich echt am überlegen, wo hier Easter Eggs versteckt sein sollen. Ah, ich denke schon wieder zu kompliziert, ne? Ja, ich merke das schon. Aber was will ich denn machen? Es ist halt so, ich habe halt komplizierte, komische Gedankengänge. Ja, und ich habe mir für Freitag überlegt. Freitag ist ja Stream angesagt, ne? Dass wir Freitag nochmal WoW machen. Und dann kümmern wir uns im Stream mal so ein bisschen um die Haustiere, würde ich sagen. Ne, einfach mal so ein bisschen gucken, ein bisschen durch die Lande ziehen. Mal wieder vielleicht so die ein oder andere Innie machen. Warum halt auch nicht, ne? Wir kommen halt auch mal einen Hubschrauber hin. Ich muss sagen, wie das macht mir Spaß. Da macht auch der Stream Spaß. Wenn ich das so sagen darf. Oh. Ja, ich meine jetzt, der Light-Chain-Spiel-Stream macht auch Spaß, keine Frage, ne? Aber es ist halt ein inhaltlich anderes Spiel. Da habe ich... Ach, einfach nur... Böcke. Einfach nur Böcke drauf. Und zwar richtig. Oh, Schulbrand in Hondelage. Ja, was ist da denn los? Hondelage hier. Grundschule, Hondelage, auch noch eine Grundschule. Oh, ist das tragisch. So, Person hinter der Tür. Natürlich das einmal das Dreiergestirn. Ja. Gut, alles unterwegs. Schön, 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 schön. Ja, dann würde ich sagen, melde ich jetzt mal, damit das auch wieder so klar geht. Anmeldung. Event Samstag zum Stream. So. Dann ist das safe. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Wenn wir hier diesen Brand in Hondelager an der Grundschule gelöscht kriegen. Also, bis dahin, haltet die Ohren steif, denkt dran,
Daumen nach oben oder nach unten, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Vergesst nicht, abonnieren zu lassen. Und schreibt einfach mal in die Kommentare, ne? In dem Sinne, moin.